What's up, moin Leute, Vanuri am Start und herzlich willkommen zurück zu World of Tanks. Wir sind heute unterwegs mit Ricochet im KV-1, der zusammen im Platoon ist, mit Graphit-1 im Panzer 4H, dem Derp-Panzer der Stufe 5 im deutschen Tree-Bäumchen. Hier auf feuriger Boden sollte das Duell eigentlich auf der Tierstufe hier relativ entspannt sein, sage ich mal. Außer natürlich eins der beiden Teams ist extrem aggressiv. Auf jeden Fall kann man hier auf der Stufe vor allen Dingen ohne Arti noch wunderbar in die Mitte fahren und hoffen und gucken, dass man mit dem KV-1 durchaus das eine oder andere als Abpraller bekommt. Vor allen Dingen, wenn man Top-Tier ist, im KV-1 darf man sich nicht davor scheuen, dem Gegner auch mal böse zuzuwinken mit der ein oder anderen Kugel und mit der Panzerung vor allen Dingen, denn im 45 Grad Winkel ungefähr ist das Ding hier nun mal echt verdammt fett. Die einzige wirkliche Schwachstelle dann ist eigentlich der Turm, aber auch der ist nicht ohne. Relativ langsam hier unterwegs, wenn ich raten dürfte, würde ich sagen, sogar noch nicht mehr der Top Motor unbedingt, aber das, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Gunny Pressure natürlich, wenn überhaupt vorhanden, könnte ein schöner Treffer werden. Jawoll, super, schön in die Seite vom Turm vom OI Experimental rein. Ich muss mal ganz kurz die Kamera übernehmen, keine Cheaterei hier. Das sieht aus wie die Stöpselkanone. Das sieht aus, ups, falscher Knopf, wie die Stöpselkanone vom KV-1, das heißt zwei Panzer hier unterwegs mit einer HE-Wumme. Ich guck mal ganz kurz, was ist das hier? Das ist ein Hohlladungsgeschoss. Ah ja, und hier hat er die Sprenggranate entsprechend drauf. Aber das Hohlladungsgeschoss soll es anscheinend hier in diesem Spiel sein. BDR, hallo, mein Freund. Hoffentlich hat dir das gefallen. Na, der nächste Schuss, ob der noch drauf kommt, das müssen wir jetzt sehen. Das war knapp. Das war knapp. Da hätte Graphit fast die HE-Stelle vorne in die Kette reingenommen. Das hätte sehr, sehr böse enden können. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob von einem Hohlladungsgeschoss das HE ist. Müsste. Könnte. Weiß ich nicht. Muss ich nachgucken. Lago. Oh, das hat wehgetan. Schön. Es ist herrlich, mit Derp-Kanonen durch die Gegend zu fahren und alles zu one-shotten, was einem in die Gegend kommt. Das würde nicht one-shotten, aber immerhin, ja, es ist eine HE-Kanone. Sieht man an der Schadensvariation. Jetzt ist er zum Beispiel nicht durchgekommen und hat entsprechend nur sehr, sehr wenig Schaden gemacht. 115 da, wenn ich mich nicht ganz vertan habe. Der VK-30-1H ist nur für E-Kanonen nicht unbedingt geeignet zu beschießen. Kollege Graphit im Gegensatz dazu hat sich einen Hetzer gefunden. Das ist durchaus ein schönes Ziel, was man beschießen kann. Naja. Ja, STVZ da drüben ist nun mal das hübschere Ziel. Wenn er da wirklich einen Schuss drauf setzen kann, wäre das ein One-Shot, denke ich mal. Oh, ein durchschlagender Treffer beim VK. Yes! Und schon klingelt die Kasse wieder. Die kommen jetzt hier natürlich runter, relativ aggressiv, versuchen aus der Schusslinie rauszukommen, was in erster Linie erstmal nicht unbedingt gut klingt, aber nicht gerade verkehrt ist. Was das angeht. Guck mal hier, vielleicht kommt er auf ein ST drauf. Das wäre ein sehr guter Schuss, den er da nehmen könnte. Jawoll, One-Shot. Der nächste Panzer raus. 3-2 steht momentan der Kill-Counter für die beiden, beziehungsweise 3-3. Das ist schon mal die nächste Medaille, die beiden auf jeden Fall abgreifen. Und jetzt kommt es so ein bisschen darauf an, hier in der Mitte etwas aufzuräumen. Die beiden müssen natürlich entsprechend gucken, dass sie dann nicht von der Seite aus beschossen werden. Das ist natürlich das Schwierige jetzt an der Sache. Der Panzer 4H und der T-34 können da noch durchaus recht guten Schaden verursachen. Vor allen Dingen in die Seite oder ins Heck von den beiden hier. Die Frage ist, fahren sie jetzt hier vor, suchen sich die beiden da raus und nehmen sie entsprechend raus oder versuchen sie vielleicht sogar rüber zu fahren. Ich persönlich würde ja anstelle der beiden vielleicht sogar quer rüber fahren und gucken, dass ich dann von der Seite aus hinter den Bahnschienen immer noch da drauf komme. Das heißt also quasi gerade runter die 6. Linie fahren auf die gegnerische Seite darauf und gucken, ob man da entsprechend durchkommt. Excelsior. Das könnte doch ein hübsches Ziel sein. Vorausgesetzt natürlich, man kommt irgendwie drauf.
Sieht nicht unbedingt danach aus, aber die Haie-Geschosse haben so die Angewohnheit, immer wieder mal abzusacken. Man könnte Glück haben. Betonung liegt hier auf könnte. Wenn man da entsprechend drauf schießt. Es sieht nicht unbedingt rosig aus für das Team von Ricochet. Es steht 7-10. Die beiden müssen jetzt langsam mal ein bisschen Action machen. Und zumindest Graphit scheint das wörtlich zu nehmen. Nimmt da die beiden STRVs raus aus dem Gegnerteam, die in einem Platoon drin waren. Was auf jeden Fall sehr, sehr gut ist, dass er das gemacht hat. Und jawohl. Manchmal hat man einfach Glück mit den HE-Kügelchen. Den Score, also die Wertung, haben sie jetzt schon mal fast wieder ausgeglichen. Es steht 9-10. Mit den 3 Kills, die sie da geholt haben, haben sie sehr, sehr gut gemacht. Ein bisschen blind schießen hier auf die Gegner drauf, um zu gucken, ob man eventuell irgendwas trifft oder splasht. Kann man natürlich beides machen hier. Die Frage ist allerdings, wo sind vor allen Dingen die TDs aus dem Gegnerteam? Da gibt es immer noch 3 Stück von. Und der Panzer 4H, der hat es zumindest geschafft, runterzukommen. Die Frage ist, wollte er jetzt einfach nur Ricochet aufmachen für den T-34 oberhalb? Selbst wenn er es wollte, jetzt kann er es nicht mehr machen. 90 Schaden hat er selber verursacht. Sah so aus, als hätte er auch die KI-Kanone drauf gehabt. Aber die Front vom KV-1 ist nun mal dick. Und so muss es auch sein. Da ist einer der TDs, der es hier rüber geschafft hat, wie es aussieht. Und ja, das hat wehgetan. Auch wenn er da nicht durchgekommen ist, war das schon mal die Hälfte des Lebens. Und in der Tat ist der T-34 entsprechend noch da oben. Mal gucken, ob er einen Blindschuss draufsetzen kann, entsprechend auf den Gegner oder ob er das überhaupt will. Ja, wollen tut er schon. Ob er getroffen hat, werden wir später sehen. Da drüben der gegnerische T-56. Und geht da raus mit einer schönen Explosion von Graphit im Panzer 4H. 5 Kills und 7 Kills haben sie sich schon geholt. Also ohne die beiden hier hätte das eigene Team da sehr, sehr böse ausgesehen oder sehr, sehr schlecht ausgesehen. Hat er versucht, mit einem schnellen Schuss noch den Kill drauf zu kriegen. Hat aber leider nicht ganz funktioniert. Aber immerhin haben sie zusammen schon 12 Kills geholt. Und wenn ich raten dürfte, würde ich sagen, das ist doch nochmal eine extra Medaille wert, oder? Werden wir entsprechend in den Endstats sehen. Jetzt natürlich die Frage, wo ist der T-34? Wo hat er sich versteckt? Sieht so aus, als wäre er immer noch auf dem Hügel und hätte große Lust, den Ricochet hier rauszunehmen, der das Haus vor sich so ein bisschen als Deckung nutzt. Da ist er. Es wäre ein wunderbarer Schuss, wenn er ihn da rausnehmen könnte. Leider nicht genug vorgezielt, um ihn da wirklich treffen zu können. Aber es ist nicht weiter schlimm. Ich denke mal, wenn Graphit den Schuss entsprechend hat, genau, nimmt er ihn auch und macht damit Kill Nummer 13. Vielleicht ist er sogar noch ein Kill drinne. Wer weiß, wer weiß. Es sind immerhin noch 6 Minuten, also mehr als genug Zeit, dass einer in den Cap reinkommen kann mit dem Stridswagen und dem Panzer 4H noch im Team am Leben. Auch der Churchill 3 hätte durchaus noch die Möglichkeit, hier entsprechend einen Kill drauf zu machen. Die Frage ist nur, wo ist der LTVZ? Wo ist er? Dann gucken wir mal, machen wir es mal ein bisschen was schneller machen hier. Ob er überhaupt noch auftaucht, ist natürlich so die Frage, beziehungsweise wo er überhaupt ist. Jetzt ist hier Suche angesagt. Kann natürlich überall sein. Da hinten bei der Suche scheint er zu sein. Und das sollte theoretisch sein Todesurteil sein. Suche hat es nicht ganz geschafft, ihn da rauszunehmen, aber es sieht auch nicht unbedingt so aus, als würde er dann noch wesentlich länger überleben. Wunderbare Runde. 2 AE-Kanonen. Hat sich auf jeden Fall gelohnt mit 5 und 8 Kills. Schon eine richtig, richtig geile Runde, muss ich ja mal sagen. Da bekomme ich schon Bock, den KV-1 nochmal auszupacken, beziehungsweise den Panzer 4H. Schauen wir uns mal die Endstats dazu an. Am Ende war es das Panzerass und wir sehen jetzt hier der entscheidende Beitrag Crucial Contribution für mindestens 12 Kills und 13 haben sie immer geholt. Den Brothers in Arms Waffenbrüder hier und den Großkaliber entsprechend noch und beide top an Schaden, top an Erfahrungspunkten und auch top
top in den Kills entsprechend hier. Der Ricochet mit 2656 Schadenspunkten, 5 Kills, 1149 Erfahrungspunkten. Und Graphit im Panzerkampfwagen 4H mit 1623 Schadenspunkten, 8 Kills, 1118 Erfahrungspunkten. Insgesamt 17 Schüsse abgegeben, 10 davon getroffen, 9 davon haben auch Schaden gemacht entsprechend. Wir haben den einen Schuss gesehen, der am, was war das gewesen, der 45... Nee, doch, der 30-1H hier, da ist er einmal frontal anscheinend nicht durchgekommen, beziehungsweise hat keinen Splash-Schaden gemacht, aber das ist nicht weiter tragisch. 11.000 miese gemacht hier durch die Munitionswahl, die er entsprechend hatte. Es ist nun mal nicht immer ratsam, die Premium-Munition zu verfeuern, aber wenn man das nötige Kleingeld hat, warum nicht die Gegner ein bisschen ärgern? Ich meine, machen die anderen ja auch. Daily Double. Plus noch ein bisschen was extra hier für die Platoonfahrt. 2321 Erfahrungspunkte insgesamt. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einfach ein Däumchen nach oben da. Und wenn du eine richtig geile Runde hattest, dann schickst mir doch einfach zu. Alles, was du dafür tun musst, ist unten in die Videobeschreibung gehen. Auf den Link zu wotreplays.com klicken, dort dein Replay entsprechend hochladen und es mir an die ebenfalls in der Videobeschreibung stehende E-Mail-Adresse schicken. Wahlweise kannst du auch unten in der Videobeschreibung auf den Link zum Discord schicken und mir dort per PN das Replay zukommen lassen. Das ist der Community Discord von Merp O'Hare und dort bin ich nun auch regelmäßig und eigentlich sogar täglich unterwegs. Ansonsten wünsche ich dir noch viel Spaß beim Selberzocken. Man sieht sich. Bis dahin. Ciao, ciao.